Das Übel kommt mit düsteren Vorboten. Erst schwüle Stille, dann dunkles Grollen und dann bricht es los. Zuerst in Baden-Württemberg. Hier kommt zum Regen noch der Hagel, teilweise bis zu einem halben Meter hoch. Diverse Straßen in Rottweil waren nicht mehr befahrbar, da der Hagel sich kniehoch getürmt hatte und der Fahrzeugverkehr zum Erliegen kam. Im Großraum Stuttgart schießen die Regenmassen über die Straßen. Die Kanalisation kann das gar nicht schaffen. Im Lappdonaukreis läuft es direkt in die Häuser. Das habe ich jetzt zum dritten Mal hier in dem Haus erlebt, aber diesmal war es heftig. Früher ist es immer nur ein bisschen reingekommen, das haben wir noch verhindern können, aber heute war echt ein, wie gesagt, Drama. Das Tief Zlatan tobt sich über Deutschland aus. Einmal quer von Südwest nach Nordost. Wieder mal ein gefährlicher Sommerwettercocktail, so Meteorologe Jörg Heidermann. Also wir hatten es jetzt am Wochenende mit einer sehr feuchten und warmen Luftmasse über Deutschland zu tun, also einer sehr energiegeladenen Luftmasse. Und diese Energie hat sich dann entladen in den starken Schauern und Gewittern, die einmal komplett über Deutschland hinweggezogen sind. Bäume stürzen um, Straßen, Plätze und Keller geflutet. Die Einsatzkräfte im Landkreis Kloppenburg können gar nicht an allen Stellen gleichzeitig helfen. Es hat sich innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde zu einem gewaltigen Unwetter hochgearbeitet, die Wettersituation hier. Und wir haben hier mit Wassermengen zu kämpfen, beziehungsweise gesehen auf den Straßen, wie wir es seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. In Niedersachsen kommt zu den Regenmassen noch der Sturm. Ein riesiger Baum kracht auf eine Bahnstrecke bei Hemmelte. Vermutlich ein Blitzeinschlag. Ein Regionalzug kann nur durch eine Notbremsung das Schlimmste verhindern. Der Zug kann hier normal mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fahren. Ne? Da kann sich jeder ausrechnen, was dann passiert wäre. Und auch Berlin trifft es heftig. Autos von Bäumen zertrümmert. Regen macht Verkehrsachsen zu Wasserstraßen. Überall gurgelt die Brühe aus den Gullis landunter in Berlin. Schon wieder nach dem Dauerregen, muss man wohl sagen. Und insofern können wir jetzt nach dem Monat Juni und dem Monat Juli bisher sagen, es wird definitiv den nassesten Sommer in Berlin geben seit Beginn der Wetteraufzeichnung an der Station Berlin-Tegel. Das Perukaville-Festival im nordrhein-westfälischen Weeze heute Mittag. Eigentlich ging es gestern zu Ende, doch die Matschlandschaft hält viele Gäste gefangen. Ohne fremde Hilfe wird da nichts mehr. Der Sommer, der macht erstmal Urlaub. In Spanien, Portugal und am Schwarzen Meer, sagt die Temperaturkarte der Experten. Der Ausblick hierzulande? Es wird erstmal merklich kühler, heftiger Dauerregen inklusive. Aber das ist entgegen gefühlter Wetterwahrheiten bei uns schon seit Jahrzehnten so.